Hallo und herzlich willkommen, liebe Wassermänner. Ich hoffe, es geht euch sehr gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien der Wassermänner, Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond oder sonstige Planeten im Zeichen Wassermann oder im 11. Haus stehen hast, kannst du hier möglicherweise in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Wir schauen uns erstmal ganz allgemein die Astroenergien an hier für die Wassermänner. Und natürlich blicken wir auch auf den Vollmond im Zeichen Löwen, der am Donnerstag, den 25. Januar stattfindet. Und schauen, wie das hier vielleicht auch sich auf die Wassermänner auswirkt. Hier haben wir das Trigon, ein astrologischer Aspekt, der hier von Harmonie spricht, von Unterstützung, von, ja, hier wird etwas ins Fließen gebracht. Ach, sehr witzig. Und jetzt kommt die Konjunktion. Hatte ich auch noch nicht, dass hier zwei Aspekte fließen und gar keine Energie. Da kommt der Neptun. Die Träume, Illusionen, Intuition. Und das ist ja Wahnsinn. Das hatte ich ja noch nie. Da kommt die Opposition. Was ist das? Das sind drei Aspekte, astrologische Aspekte, die überhaupt gar keine Energien darstellen, sondern einfach nur die Verbindungsmöglichkeiten von zwei Energien. Ja, eine Energie ist Neptun. Aber Opposition, das ist ein Spannungsaspekt. Das Trigon ist ein harmonischer Aspekt. Und die Konjunktion ist weder positiv noch negativ. Das ist einfach auch eine Verbindung von zwei Kräften, wodurch diese sich besonders stark in Erscheinung treten. Jetzt kommt der Chiron hier. Das muss ich mir jetzt mal anschauen in der Tarotlegung, wie ich das hier zuordnen kann. Chiron ist eine alte Wunde, eine alte Verletzung, die jetzt hier möglicherweise an die Oberfläche tritt, sich bemerkbar macht, die jetzt aber möglicherweise auch aufgelöst werden kann. Bei der Opposition haben wir immer Spannungen. Ne? Immer das ist immer so dieses Gekämpfe, so ein Machtgerangel zwischen zwei Energien, die selten zusammenfinden im Leben eines Menschen, die auch häufig über die Projektion im Außen ausgelebt werden. Dann haben wir jetzt aber auch das Trigon und die Konjunktion. Das kann jetzt sein, dass sich hier so eine Spannung auflöst oder dass da Harmonie reinkommt. Dass sich hier aber auch zwei Kräfte jetzt verbinden, was hier zu einer Unterstützung, zu einem neuen Fluss von Energien führt. Das ist ja witzig hier. Chiron und Neptun. Ja, das kann sein, dass du dir über eine alte Wunde, ein altes Muster bewusst wirst. Dass du das heilen kannst. Transzendieren kannst. Dass du hier ein altes Thema transzendieren kannst. Wassermann. Natürlich ist es wichtig zu erwähnen, dass wir jetzt in deinem Zeichen stehen. Die Sonne steht im Zeichen Wassermann, das heißt, wir sind auch schon in deiner Energie drin. Das heißt, auch viele Wassermänner haben jetzt bald Geburtstag. Und da beginnt sowieso gerade bei euch ein neuer Zyklus. Jedes Jahr kommen wir in eine neue Energie. Das heißt, bei euch sind sowieso gerade größere Veränderungen und Themen hier sicherlich sichtbar, die jetzt in die Veränderung gehen. Bin gespannt. Vielleicht kommen deswegen hier diese ganzen Aspekte. Weil bei jedem ja hier auch ganz andere Aspekte aktiv sein können, ne? Die jetzt gerade eine Rolle spielen. So, was haben wir hier? Oh, das Jetzt und das Nein. Ein klares Nein bekommen wir hier. Mein Nein zu anderen ist ein Ja zu mir selbst. Hier darfst du irgendwo Nein sagen, irgendetwas beenden, Grenzen setzen. Und wir haben das Jetzt. Ich lebe im Jetzt und ich erschaffe mir meine Realität bewusst jeden Tag von Neuem. Ein Nein. Ja, das sind jetzt, haben jetzt zu viele, aber hier hat sich noch so eine halb umgedreht, die Geduld. Da kommt noch eine. Unschuld.
Ich bin ein reines und vollkommen unschuldiges Wesen des Universums. Vielleicht darfst du dich auf deine eigene Unschuld besinnen, ein Schuldgefühl heilen. Auch das wäre hier möglich. Wir schauen jetzt mal mit dem Tarot für die Wassermänner. Zu diesem Vollmond. Ich mache noch nicht die Februarlegung, die mache ich als nächstes. Dann. Das ist erstmal die aktuelle Energie für die Wassermänner. Worum geht es hier gerade? Bei den Wassermännern. Das Ass der Kelche auf dem Kopf. Okay. Und das Gericht auch auf dem Kopf. Aber ich deute die jetzt nicht umgekehrt. Mache ich in dieser Legung hier eigentlich grundsätzlich nicht bei diesem Legesystem. Nur wenn die anderen Karten das irgendwie hergeben. Grundsätzlich sehe ich, dass du hier eine große Chance aktuell hast und wahrnimmst, in dir spürst. Das ist so ein großes Potenzial, was sich ja über die innere Stimme, ja, über das innere Empfinden, innere Impulse, so über das Gefühl, über die Empfindungen ankündigt. Und das ist hier die Chance, deinen wahren Herzensweg zu gehen, die wahre innere Erfüllung zu finden, deine Berufung, deine Seelenmission, deine wahre Bestimmung zu leben. Und das Gericht ist hier die Befreiung, die Erlösung. Das ist deine Authentizität, das ist das Ablegen von Masken, von Hüllen, von allem, was dich einschränkt. Das ist die Erleuchtung, die Erkenntnis. Irgendetwas wird dir hier klar und du fühlst dich befreit. Vielleicht durch diese Chance, die sich jetzt hier zeigt. Das sind auch Träume. Ast der Kelche, hier haben wir ja Neptun liegen. Das kann sein, dass du jetzt die Chance hier siehst oder erkennst, einen Traum zu verwirklichen. Und ich sehe auch, dass du dabei unterstützt wirst, dass du hier Unterstützung von oben erhältst. Wenn die Energien hier in einem Trigon zusammenkommen, dann ist das etwas, was hier auch dich jetzt zum Erfolg führen möchte, wo du Unterstützung bekommst. Der Wagen. Ja, du bist in Aufbruchsstimmung. Du möchtest jetzt hier irgendwo voranschreiten, etwas umsetzen, etwas erobern. Du bist hier risikobereit. Du bist da wirklich da bereit, jetzt hier aufs Ganze zu gehen. Und auch wirklich mutig ein Risiko einzugehen, um dieses Potenzial, diese Chance hier zu erfüllen. Du willst hier wirklich diese innere Erfüllung. Du willst deine Bestimmung, du willst dich verwirklichen, du willst deine Mission erfüllen. Und da bist du jetzt gerade Feuer und Flamme. Ich sehe dich hier sehr in Aufbruchsstimmung. Auch die Konjunktion, ne? Da verbinden sich jetzt zwei Energien, zum Beispiel deine Träume, Neptun, mit Mars-Energie und das ist dann hier nämlich die Entschlossenheit. Beziehungsweise könnte es gerade jetzt, da die Sonne jetzt in deinem Zeichen steht, auch deine eigene Wassermann-Energie sein, die Uranus-Energie, die ja sehr revolutionär ist, die sehr freiheitsliebend ist und die sehr einzigartig ist und auch sehr fokussiert auf die Zukunft, wo es darum geht, deine besonderen Ideen und Visionen jetzt umzusetzen und wo du jetzt auch sehr stark dafür einstehst. Was haben wir hier im Schatten? König der Stäbe. Was heißt im Schatten? Im Unterbewusstsein, auf der emotionalen Ebene, haben wir hier den König der Stäbe. So, jetzt muss ich mal hier die wichtigen Energien hier sichtbar behalten. Das Nein und das Jetzt. Du lebst jetzt und erschaffst dir jetzt deine Realität und sagst Nein zu einer Sache oder zu jemandem, zu etwas oder jemandem, das dich hier hindert,
in dein Potenzial zu kommen und deinen Herzensweg zu gehen. König der Stäbe ist jemand, der hier sehr entschlossen ist. Also du bist hier gerade sehr feurig. Ja. Emotional sehe ich dich hier sehr so wie entfacht. Feuer und Flamme für etwas. Sehr entschlossen, sehr willensstark. Das ist so diese Führungsenergie auch. Also könnte man, und wir haben ja auch Feuerenergie, Wagen, Marsenergie, der König, der Stäbe, das sind alle Feuerzeichen, zusammen mit Neptun. Also ich sehe hier wirklich das Trigon oder die Konjunktion von Träume, Wünsche, Visionen plus Umsetzungskraft, Mut, Risikobereitschaft, Entschlossenheit. Für all das steht der König, der Stäbe und auch der Wagen. Das wirklich hier etwas umzusetzen, ja, für dich einzustehen. Es kann auch sein, dass du hier auch gerade sehr impulsiv bist oder sehr euphorisch. Also das ist für mich so eine Energie von, du gehst jetzt unumstößlich hier deinen Weg. Du machst jetzt einfach. Du lässt dich hier nicht von deinen Gefühlen leiten, sondern von diesem inneren Feuer. Also besser gesagt, lässt du dich hier von deinen Visionen, von deinen Träumen lenken, aber nicht von irgendwelchen unbewussten Ängsten oder sowas oder alten Mustern. In der Vergangenheit sehe ich, warst du hier sehr bodenständig, sehr realistisch, sehr verlässlich, diszipliniert und ausdauernd, sehr geduldig. Das ist hier wirklich diese ganze Erdenergie, wo man viel analysiert hat und sehr bedacht auf Sicherheit war, auf materielle Stabilität, Fülle, aber auch eben sehr geduldig, ausdauernd, praktisch, pragmatisch, realistisch war, aber auch verlässlich. Vielleicht warst du ja auch sehr zuverlässig. Und jetzt sehe ich, gehst du aus dir heraus. Du öffnest dich jetzt und gehst aus deinem gewohnten Gehege, aus deiner Komfortzone, wie man so schön sagt, bewegst du dich jetzt ein Stück raus und öffnest dich für neue Erfahrungen und Möglichkeiten, für neue Erkenntnisse. Ja, und da haben wir wieder den Hierophanten. Also du setzt dich hier wirklich gerade auch mit deiner Wahrheit, mit deiner Bestimmung auseinander. Du empfindest jetzt oder erkennst in dir so deine wahre Bestimmung, deinen Seelenweg, deine Mission, und die erkennst du und die willst du jetzt auch verfolgen. Das ist deine persönliche Wahrheit. Irgendetwas wird dir klar, das Gericht. Es ist wirklich so eine Art Erleuchtung hier bei dir. Irgendeine ganz tiefgreifende Erkenntnis, die dich hier wirklich mit deiner tiefsten inneren Wahrheit hier in Verbindung bringen, wodurch du auch ganz im Vertrauen bist, dass du auf dem richtigen Weg bist, dem Herzensweg, der dich zur Erfüllung bringt. Ja, und der Ritter der Schwerter zeigt mir, dass du hier auch in einem Umfeld bist, wo du hier, na, das ist jetzt wieder für mich hier auch die Wassermann-Uranus-Energie unter anderem, dass du hier auch nicht hinterm Berg hältst. Du gehst jetzt ganz klar in die Konfrontation und sprichst deine Wahrheit aus. Du kommunizierst hier auch nach außen und stellst dich hier auch Herausforderungen. Hier haben wir nämlich diese Power Struggle, die Opposition, diesen Machtkampf, diese auch Konfrontationen oder ja, Herausforderungen, Schwierigkeiten, die sich in den Weg stellen können. Da sehe ich, vielleicht wirst du hier auch kritisiert oder angegriffen. Es kann ein Umfeld sein hier, wo man wirklich Diskussionen und Streitigkeiten hat. Aber auch, wo du ganz klar zu dir stehst hier und deine Wahrheit aussprichst, für dich einstehst und dir auch mal Luft machst. Kann auch sein, dass du hier und da mal ein bisschen ungehalten bist. Und wenn dir irgendwas zu viel ist, dann noch wirklich hier mal rausplatzt und die Dinge aussprichst, die Dinge beim Namen nennst. Es ist auch wirklich die ehrliche Kommunikation, die hier auch nicht besonders empfindsam oder sehr sensibel ist, sondern einfach direkt geradeaus. Du hörst hier auf deine Intuition, du lässt dich führen von deiner inneren Stimme. Du, ja, du lässt dich hier wirklich führen, das ist hier der Fokus, die Hohepriesterin, also die innere Stimme, die, aber auch, das ist auch eine Energie, die eigentlich sehr mitfühlend ist und verständnisvoll. Also es kann sein, dass du durchaus hier auch mitfühlend bist oder dass du dir Mitgefühl wünschst. Vielleicht wünschst du dir auch Verständnis und Mitgefühl von jemandem oder von der Umwelt. Vielleicht möchtest du aber auch die Dinge klarer sehen oder suchst nach einer Antwort, nach einem geheimen Wissen. Vielleicht wünschst du dir auch, dass dir etwas Geheimes, ein geheimes Wissen offenbart wird, dass dir etwas klarer wird.
Vielleicht wünschst du dir auch mehr Vertrauen und Zuversicht von jemandem oder vielleicht auch von dir selbst. Ja. Sechs der Schwerter. Hier sehe ich dich jetzt auf das neue Ufer zu schwimmend. Du lässt hier wirklich etwas zurück, ja? Also hier sehe ich, du gehst heraus aus deinem sicheren Gehege, vier der Stäbe, das Öffnen aus der Harmonie, aus der alten Sicherheit heraus und jetzt lässt du etwas Altes zurück und gehst noch unsicher und ängstlich auf ein neues Ufer zu, lässt dich auf etwas Neues ein. Du lässt dich neu ein. Du ziehst weiter. Es ist ganz klar das Zurücklassen einer alten Situation, einer alten Umgebung. Du sagst Nein. Da haben wir das, wo du Nein sagst. Du sagst hier zu irgendetwas Nein, zu irgendeiner alten Situation oder vielleicht auch zu einer alten Haltung, ein altes Muster, vielleicht auch eine alte Wunde, die dich hier in irgendeiner Situation hält, die dir nicht mehr entspricht oder wo es vielleicht eben auch diese Auseinandersetzungen hier gab, diese Konflikte, Kontroversen, Diskussionen, was wir ja auch hier sehen, diese Machtkämpfe oder dieses, entweder es ist ein Machtkampf im Außen oder auch ein Machtkampf in dir mit dir selbst, das lässt du zurück, du ziehst weiter, du gehst neu auf etwas Neues zu, lässt dich auf etwas Neues ein, du wagst es. So, die Welt, schau mal, unterliegende Energie, ja. Also bei dir hier ist es eine ganz runde Sache. Du findest deinen Platz. Du kommst an dein Ziel. Du wirst reif. Du erkennst das große Ganze. Dir werden neue Zusammenhänge klar. Und du findest endlich deinen Platz in der Welt. Du kommst endlich dahin, wo du hingehörst. Das ist hier der zugrunde liegende Prozess dieser ganzen Sache. Du schließt entweder eine Lebensphase ab oder eine große Lernaufgabe. Du kommst an. Und da ist wieder das Ass. Noch ein Ass, ne? Ass der Stäbe. Wir hatten ja hier schon das Ass der Kelche. Und hier liegt jetzt das Ass der Stäbe. Das heißt, es ist auch hier eine Chance, nicht nur deinen Herzensweg zu gehen und innerlich erfüllt zu sein, sondern auch dein Feuer, deine Leidenschaft hier zu leben, begeistert und ja, Feuer und Flamme. Irgendwo auch neue Lebendigkeit hier in dein Leben zu bringen und vielleicht ein neues Projekt zu starten. Oder eine Reise zu unternehmen, ein Abenteuer zu erleben, irgendetwas, was dich hier sehr begeistert und mitreißt, was dich inspiriert, was vielleicht auch eine mitreißende Idee ist oder irgendein zündender Funke, der dich inspiriert, womit du hier auch etwas ganz Neues starten kannst. Das ist auch eine erfolgversprechende Chance, wenn es hier um ein Projekt oder ein Vorhaben geht, etwas erfolgreich hier umzusetzen. Und hier sehe ich auch, dass du sehr stark für dich einstehst und dich durchsetzt und auch Angriffe abwehrst. Du verteidigst dich hier, bist sehr entschlossen. Ne, auch wie der König der Stäbe. Du bist hier sehr, du behauptest dich, sehr willensstark. Du riechst hier gerade diese neuen Chancen, diese neuen Impulse, diese neuen Möglichkeiten. Und das ist eine Befreiung. Und es ist, also wir haben ja hier das Gericht, das ist die vorletzte Karte der großen Arkana und dann kommt die Welt, das ist die letzte Karte, also das ist wirklich der Abschluss, ja, der Seelensuche. Du wirst befreit, du erkennst das große Ganze und dann bist du am Ziel angelangt, ja, und wirst reif und findest endlich deinen Platz in der Welt. Sehr schön. Ja, so, dann, also du sagst so etwas Nein, du lebst im Jetzt und erkennst auch deine eigene Unschuld. Wir schauen jetzt mal noch in die Orakelkarten hier rein. Für die Wassermänner. Kenne deine Ängste. Ja, Ängste haben wir hier, alte Wunden. Und schütze das Wilde und das Grüne. Vielleicht zum einen kann das deine eigene Wildheit sein, deine eigene Instinktnatur, die du hier schützen darfst. Aber vielleicht auch die Natur im Außen. Kenne deine Ängste. Was sind deine Ängste, deine Unsicherheiten? Du kommst jetzt damit in Kontakt. Wo lebst du noch nicht dein volles Potenzial? Der Vollmond in Löwe. In Opposition zum Pluto, der in Konjunktion zur Sonne steht. Pluto ist das Thema Macht und Ohnmacht, Transformation. Auch hier wird etwas transformiert. Alte Wunden werden vielleicht heilen. Und du kommst in deine eigene Selbstermächtigung.
Ja, das ist genau, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir haben ja Konjunktion und Opposition hier liegen. Und das könnten ja genau die sein, die jetzt zu diesem Vollmond gerade aktiv sind, mit dem Pluto. Wir haben da nämlich die Konjunktion und die Opposition zum Pluto. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Das könnten hier die Themen sein, die bei dir jetzt hier greifen, wo du jetzt Nein sagst. Nein zur Ohnmacht, Nein zum Unfrei, zum eingeschränkten Dasein aufgrund alter Ängste und Verletzungen. Fokussiere dich und dann handle. Fokus, Fokus halten und dann in die Handlung gehen, etwas umsetzen. Du darfst hier fokussiert handeln. Da haben wir auch wieder die Luftenergie. Die Schwerter. Ja, und okay, hier darfst du neue Formen formen, also so wie der Magier, ne? Neue Formen manifestieren, etwas Neues in die Welt bringen. Ne? Da haben wir ja auch diesen Uranus, diese Uranus-Energie mit drin. Neue Ideen, revolutionäre Einfälle, irgendeiner Sache Gestalt geben, deinen Ideen natürlich. Hier haben wir wieder die Natur, den Hinweis auf Natur, in die Natur gehen. Dich mit der Natur verbinden. Und einen Engel hätte ich gerne für die Wassermänner. Welcher Engel steht jetzt den Wassermännern hier zur Seite? Jetzt. Ich lebe im Jetzt. Und du sagst Nein zu anderen und Ja zu dir selbst. So, hier haben wir zwei Engel bekommen. Zafkiel und der Engel des roten Strahls. Da schauen wir jetzt mal in die Botschaften. Verbinde die Ebenen des Verstandes und der Vernunft im Zentrum deines Herzens, sodass Wahrheit und Weisheit durch dich sprechen. Und hier haben wir den rubinroten Strahl. Sendet mir das Licht der Kraft, der Stärke und des Mutes. Ladet mich auf. Erfüllt mich mit diesem Licht. Die gesamte Kraft trägt mich jetzt. Das Ideal. Okay, ich schaue jetzt mal schnell hier die Aralim Zafkiel Botschaft. Da ist er. Muss man ja erstmal finden hier. Ja, okay, also hier glaube ich, das ist eine ziemlich wichtige Karte. Beobachte, von welcher Verstandesebene aus du deine Handlungen begehst. Auch wenn es auf dem Weg zum Ziel Hindernisse zu bewältigen gibt. Ja, hier, Konfrontation, Aussprachen, Diskussion. So sind hier Beharrlichkeit, Disziplin, Konzentration und Ausdauer gefordert. Den inneren Blick konzentriert auf das Ziel gerichtet, dem Weg folgend. So entdeckst du das Ausmaß deiner wahren Kraft. Ja, hier fokussiert, ne? Fokussiert. Ausmaß deiner wahren Kraft. Der Verstand dient dir auf diesem Weg als Brücke. Hier findest du auch die wichtigsten Eigenschaften, mit denen du zur Meisterschaft gelangst. Es ist Zeit zu entschleunigen und die Situation genau zu betrachten. Mache dir die Situation umfassend mit allen Konsequenzen bewusst. Was ist dein Motiv? Was ist das Motiv anderer? Beziehe Gott und die Engel mit ein. Die beste Lösung wird sich entwickeln. Schätze die Situation realistisch ein. Halte dich an die Rahmenbedingungen. Informiere dich umfassend. Wäge Möglichkeiten ab. Integriere deinen Schatten. Karma-Auflösung. Ja, und vor allem geht es hier um klare Überlegungen, saubere Einschätzung und Überprüfen der Situation, die von Abhängigkeiten geprägt sind, und erlaube dir deine eigene Freiheit. Ja, genau. Da sind wir jetzt hier wieder bei dem Jetzt. Du erlaubst dir deine eigene Freiheit. So, der Engel des roten Strahls. Betreten die Engel des rubinroten Strahls dein Leben, fordern sie dich auf, dich mehr für deine eigenen Interessen und Bedürfnisse einzusetzen.
Sie helfen dir, dich mit deiner dir innewohnenden höheren Kraft zu verbinden, ihr zu vertrauen. Sie helfen dir auch, tatkräftig und in sanften Schritten die volle Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Diese Engel machen dich auf die Veränderung und den Wandel der Zeit aufmerksam. Sie zeigen dir deine Kraft, damit du sie nutzen kannst, um dich selbst und damit auch die, die dir anvertraut wurden, zu befreien. Habe Mut zu handeln. Lasse Taten folgen, werde aktiv. Lasse alle Anspannung und das Bedürfnis, die Situation kontrollieren zu müssen, los. Vermeide Machtkämpfe. Hier, da haben wir die. Sei dir der Führung des Himmels gewiss. Ja, da haben wir das Trigon, die Führung des Himmels. Sei dir deiner Kraft vollkommen bewusst. Ja, sehr schön. Du darfst jetzt deine eigenen Ideale leben. Mutig für deine eigenen Ideale einstehen. Nein zu anderen, ja zu dir selbst. Abschließend hätte ich hier gerne noch einen Rat für die Wassermänner. Da kommt die Klarheit. Also, der Nebel der Illusion, davon darfst du dich befreien, den darfst du loslassen. Öffne deine Augen für die Wahrheit. Erinnere dich der Perfektion dessen, wer oder was du bist. Da haben wir die Unschuld auch mit drin, ne? Also lass dich nicht weiter von Illusionen hier blind zurückhalten. Öffne die Augen für die Wahrheit und sieh deine Perfektion, deine eigene. Und die Verbindung. Du hast gesehene und ungesehene Verbündete. Verlasse dich auf ihre Kraft. Gemeinsame Kräfte von mit Freunden. Also verbinde dich auf die Kraft mit der Kraft von deiner Freunde oder Menschen, die dir, mit denen du dich verbunden fühlst, die dir nahestehen, die dich unterstützen. Vielleicht gemeinsam für die gleichen Dinge kämpfen. Und dann darfst du hier erblühen. Also dich auch auf die Hilfe anderer verlassen oder Hilfe anderer suchen. Wenn du hier irgendetwas alleine nicht schaffst, du wirst hier unterstützt. Liebe Wassermänner, das ist es hier, was ich heute für dich sehe und dir mitgeben kann. Ich hoffe, du konntest hier auch etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen über einen Daumen nach oben, aber auch über ein Abo. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.